Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Let's Play oder erstmal Let's Test. Mal gucken, wie sehr mir das Spiel gefällt. Aber ihr erkennt das ja bestimmt schon aus manchen anderen Let's Plays, Let's Test, die ich am Anfang erstmal so ein bisschen anspiele und zu gucken, ob sich das auch lohnt. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel noch mehr Input hätte, also Option, das noch weiter zu spielen. Ich sage aber noch nicht, worum es genau geht oder ob das überhaupt sich für ein Let's Play taugt oder nichts. Ja, wie soll ich spielen? Das Synchrona City, Tomorrow Comes Today. Und ich habe einfach schon mal den Sound richtig eingestellt und die Grafik richtig eingestellt. Das war's aber auch. Denn in den Einstellungen kann man, ich klicke jetzt einfach mal ganz kurz drauf, nicht großartig sagen, was man möchte, sondern einfach nur hier, ihr seht, nichts großartig. Ich musste nur die Musik und so schon stark runterdrehen, weil bei mir ist es ja immer ein bisschen lauter. Ich weiß nicht warum. Und wir starten dieses Mal mit dem Tutorial, wie wir es sonst auch immer machen. Gut bewegen ist klar, eine normale Maustaste. Aufheben ist es dasselbe. Okay, linke Maustaste ist untersuchen, das kriegen wir auch hin. Nach Inventar öffnen, schließen ist das Mausrad drehen, das kriegen wir, nee, doch. Nach oben, nach unten, Ausrad drehen ist auch hindrehen. Cutscreen überprüfen, was ist das denn? Cutscenes ist Escape, ist gleichzeitig Pause, okay. Und Hotspots anzeigen, Leertaste. Ja, Doppelklick zum schnellen Verlassen auf die Tür. Na gut, das werden wir wohl hinkriegen. Das ist das Tutorial gewesen. Gut, dass ich es gezeigt habe. Und wir starten jetzt einfach mal in ein neues Spiel hinein. Ich möchte übrigens noch an der einen Stelle sagen, manchmal kann es auch bei einigen Sachen so wirken, als ob Sachen neu wären, die gar nichts neu sind. Aber in dem Fall war es tatsächlich so. Aber wir starten mal in die Story. Victoria Studios. Was präsentieren wir? Ich weiß es nicht. Es ist noch zu früh. Wir sollten ihn ruhen lassen. Er war wochenlang sehr schwach. Er kann nicht aufstehen, nicht reden. Denkst du, wir sollten einen Arzt rufen? Einen Arzt rufen? Hast du den Verstand verloren? Du hast recht. Hoffen wir einfach, dass er bald wieder aufwacht. Schon, mein Freund, halt durch. Streng dich noch mal an und bleib bei uns. Ja, und wie man gesehen hat, einen Arzt zu rufen, scheint wohl nicht die beste Wahl der Qual zu sein. Wach auf, Michael. Komm schon. Du musst aufwachen. Sind das jetzt die Optionen, die wir drücken können? Ja, wir können das jetzt aussuchen. Wer bist du? Wer ist da? Wo bist du? Wo versteckst du dich? Was passiert hier? Was ist das hier für ein Ort? Bitte sag es mir. Ich würde mal sagen, wer bist du? Wer bist du? Wer ist da? Bitte, Michael, wach auf. Ach, wach auf. Diese Stille. Diese Dunkelheit. Wo bin ich? Verdammt. Ich kann mich nicht erinnern. Und jetzt noch die anderen beiden Auswahlmöglichkeiten haben wir auch noch. Fragen wir erstmal, wo bist du? Wo bist du? Wo versteckst du dich? Michael, bitte wach auf. Du musst aufwachen. Mehr kriegen wir wohl was. Michael, ist das mein Name? Bitte, sag mir, wo ich bin. Ich kann mich an nichts erinnern. Was passiert hier? Was ist das hier für ein Ort? Bitte, sag es mir. Wach auf, Michael. Bitte wach auf. Wach jetzt auf. Geh nicht. Bitte. Komm zurück. Komm zurück! Diese Stille. Diese Dunkelheit. Diese Leere. Okay. Ah, Öllampe. Akt 1. Ein Lager voller Ratten.
Guten Morgen. Ich hoffe, du fühlst dich besser. Aber... Nein, ganz ruhig. Ich bin froh, dass du dich stark genug fühlst, um das Bett zu verlassen. Das sind großartige Neuigkeiten. Ich muss sagen, du siehst schon viel besser aus. Wenn man in Betracht zieht, was du durchgemacht hast, natürlich. Wer sind Sie? Ah, natürlich. Wo sind nur meine Manieren? Du bist jetzt schon so lange bei uns, dass ich vergessen habe, dass du gar nicht weißt, wer wir sind. Erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Rod Atkinson. Ich bin, naja, ich war der Leiter des Grundbuchamts, bevor, naja, du weißt ja, bevor uns die Welt unter den Füßen weggebrochen ist. Ah, schön Sie kennenzulernen, Mr. Atkinson, aber... Unsere Auswahlmöglichkeiten, aber wo bin ich? Was ist das hier für ein Ort? Können Sie mir sagen, was ich hier mache? Können Sie mir sagen, was ich hier mache? Ja, natürlich. Ich denke, wir schulden dir eine Erklärung. Wir haben dich ein paar Tage nach der großen Welle in der Nähe des Flughafens gefunden. Du warst verletzt und bewusstlos. Wir konnten dich doch nicht einfach dort liegen lassen. Jemand hatte bereits dein Gepäck und deine Papiere gestohlen. Schrecklich. Also haben wir beschlossen, uns selbst um dich zu kümmern und haben dich hergebracht. Seitdem bist du hier bei uns. Übrigens sollte ich dir sagen, dass deine Kleidung vollkommen zerrissen war, als wir dich fanden. Es waren nur noch Fetzen, also haben wir sie weggeworfen. Was du jetzt anhast, ist von mir. Andere Sachen sind noch in dem alten Schrank. Wenn du etwas brauchst, nimm es dir einfach. Danke, Mr. Atkinson. Aber... Die große Welle? Wovon reden Sie? Ich denke mal an eine Atomwelle, die Schockwelle. Sie sagten bei uns, wer lebt denn hier sonst noch? Wie es scheint, haben Sie mir das Leben gerettet. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Mr. Edison. Wie es scheint, haben Sie mir das Leben gerettet. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Mr. Atkinson. Oh, bitte, du musst uns nicht danken. Wir haben nur getan, was wir tun mussten. Ich sehe es als unsere menschliche Pflicht, die ethischen Prinzipien der Zivilisation in dieser neuen Welt zu bewahren. Und bitte, nenn mich Rod. Und außerdem haben wir es auch für Colin getan. Was für eine Zukunft kann er erwarten, wenn wir einfach akzeptieren, dass jeder nur auf sich selbst gestellt ist und sich niemand mehr um seine Mitmenschen kümmert? Eine beängstigende Aussicht, findest du nicht? Wir tun, was wir können, um eine solche Zukunft zu verhindern. Colin? Ja, Colin, unser einziges Kind. Und unser einziger Lichtblick seit der Katastrophe. Ich muss dir etwas gestehen. Colin ist der Grund, warum meine Frau und ich uns überhaupt noch darum bemühen, in dieser neuen Welt weiterzumachen. Wenn es ihn nicht gäbe, hätten wir schon lange aufgegeben. Ja, ich verstehe. Also war es die Stimme Ihrer Frau, die mich vorhin aufgeweckt hat, richtig? Meine Frau? Nein, das musst du dir eingebildet haben. Meine Frau war die ganze Zeit bei mir im Nebenzimmer. Wir sind schon seit Stunden nicht bei dir im Zimmer gewesen. Aber ich bin froh, dass du dich jetzt besser fühlst und ganz bei Bewusstsein bist. Ich schätze, man könnte sagen, du bist wiedergeboren. Und obwohl die Umstände nicht die besten sein mögen, so ist allein am Leben zu sein heutzutage schon ein Luxus. Also, willkommen in unserem Heim. Krass. Bei uns hat er ja schon gesagt, also... große Welle? Wovon reden Sie da? Wovon werde ich wohl reden? Die verdammte, entschuldige meine Ausdrucksweise, Explosion, die uns all dieses Leid auferlegt hat. Der Ursprung dieser widerwärtigen neuen Welt, die jetzt bis ans Ende aller Tage unseren Alltag bestimmt. Du wirkst etwas verwirrt, wenn ich das so sagen darf. Weißt du wirklich nicht, wovon ich rede? Ich weiß nicht, Ich fürchte nicht. Bitte, sagen Sie mir... Sie sagten bei uns? Wer lebt hier sonst noch? Ach, ja, natürlich. Ich habe dir meine Familie noch gar nicht richtig vorgestellt. Allerdings ist jetzt kein guter Zeitpunkt dafür, aber ich verspreche dir, das später noch nachzuholen. Meine Frau und ich schlafen in dem anderen Raum. Und, naja, der kleine Colin schläft auch bei uns. Okay. Wo bin ich? Was ist das hier für ein Ort? Wir sind hier an einem Ort, den ich vorsichtig unser
Zuhause nennen würde. Unser bescheidenes und hoffentlich vorläufiges Zuhause. Dies ist einer der vielen Wohnwagen, aus denen das Flüchtlingslager besteht. Und glaube mir, wir können uns glücklich schätzen, in diesen vier Wänden wohnen zu dürfen. Die meisten Bewohner dieses Lochs, entschuldige bitte meine Ausdrucksweise, verfügen selten über mehr als Plastikplanen und Pappkartons. Einen Moment. Sagten Sie gerade Flüchtlingslager? In der Tat. Die Einrichtung zur vorübergehenden Unterbringung von Katastrophenopfern. So lautete die offizielle Bezeichnung. Damals, als die Armee nach der Katastrophe den Kriegszustand ausgerufen hatte, wenn du dich erinnerst. Aber erinnerst du dich wirklich nicht? Hast du wirklich keine Erinnerung an all das? Ich fühle mich etwas schwach und schwindelig, Mr. Atkinson. Tut mir leid. Ich fürchte, ich kann mich an nichts erinnern. Ich verstehe. Es gab schon ähnliche Fälle wie dich hier im Lager. Versuch dich etwas auszuruhen und reg dich nicht zu sehr auf. Lass mich dir nur eines sagen. Vielleicht kannst du dich glücklich schätzen. Es gibt nichts Schönes in unserer neuen Welt, an das es sich zu erinnern lohnt. Oh. Rod. Entschuldige, aber ich werde gebraucht. Nein, bitte warte. Was geht hier vor? Geh noch nicht. Es tut mir leid, ich kann verstehen, dass du mir viele Fragen stellen willst. Aber jetzt ist nicht die Zeit dafür. Glaub mir. Ich verspreche, jede deiner Fragen später in Ruhe zu beantworten. Aber jetzt muss ich gehen. Rod, bitte. Schnell. Okay, in Ordnung. Jetzt, wo es dir besser geht, kannst du rausgehen und dich im Lager umsehen. Aber bitte, sei vorsichtig. Die Welt, wie du sie kanntest, existiert nicht mehr. Hör auf mich. Fass nichts an. Rede mit niemandem und misch dich in nichts ein. Wenigstens bis dir jemand erklärt hat, wie diese neue Welt funktioniert, die uns die große Welle übrig gelassen hat. Da draußen hat sich alles verändert. In Ordnung. Danke für den Hinweis. Ah, eins noch, bevor ich gehe. Jetzt bist du schon so lange bei uns und ich weiß nicht einmal, wie ich dich nennen soll. Wie heißt du? Wie ich heiße? Michael. Ich heiße Michael. Schön, dich kennenzulernen, Michael. Wir unterhalten uns später weiter. Das verspreche ich. Michael. So hat mich diese körperlose Stimme genannt. Das muss mein Name sein. Wach auf, Michael. Das ist alles, was sie gesagt hat. Und dann hat sie mich in dieser großen Leere ohne Erinnerungen zurückgelassen. Große Welle. Neue Welt. Flüchtlingslager. Was zur Hölle ist da draußen geschehen? Ich glaube, ich sollte da rausgehen und mich mal umsehen. Okay, wir haben nichts in unserem Koffer. Unter dem Deckel ist ein sehr abgenutztes Notizbuch versteckt. Das fällt ja schon fast auseinander. Es sieht aus, als hätte es jemand hier vor langer Zeit versteckt und dann vergessen. Wir wollen uns doch mal das Notizbuch angucken. Ein altes Rechnungsbuch mit noch ein paar leeren Seiten. Was da drin steht, wurde offenbar als Tagebuch benutzt. Und dann hat jemand fast alle Seiten rausgerissen und es im Ofen versteckt. Er hat wieder mit den Großeltern geredet. Meinen toten Großeltern. Seine Geistesabwesenheit wird von jedem Mal länger und beängstigender. Nächste, ich weiß nicht, eigentlich kommt das, dann fehlt hier etwas. Ich glaube nicht, dass das dazugehört. Und dann müsst ihr eigentlich der kommen hier. Ich glaube nicht, dass das untereinander ist, oder? Naja, ich denke mal einfach mal der Teil, dann kommt der und dann der. So mache ich das. Wenn es falsch war, bitte verzeiht mir es. Das Rollen aus dem Riss am Himmel verängstigt Chloin immer noch. Der Erhabene hat beschlossen, den Himmel aufzureißen und treibt seine Engel durch den Riss, um uns zu bestrafen. Das sagt Reverend Blank. Er ist der heilige Mann. Na ja, gut. Seine Mutter leidet zu sehr.
Wir haben uns darauf geeinigt, die Waffen mit den zwei Kugeln in den Trommeln in die Keksdose zu legen. Keksdose. Gott vergib uns. Aber wenn er fort ist, wird es keine Zukunft mehr für uns geben. Mein Stab, meine Mitarbeiter, meine Vorgesetzten, erinnert sich niemand mehr da draußen an Rod Atkinson. Aber wir müssen stark bleiben für den Jungen. Wir können uns nicht von der großen Welle nehmen lassen, wer wir sind. Okay? Mir geht nicht. Escape. Ich guck nochmal. Nee, mir geht tatsächlich nicht. Aus Metall und etwas verbeult. War mal der Deckel für einen großen Topf. Tatsächlich kleben noch ein paar Essensreste dran. Okay. Ein Stapel aus Pfannen, Tellern und dreckigem Besteck, das gespült werden muss. Der ganze Raum riecht nach abgestandenem Essen. Okay. Unmöglich. Er ist verschlossen. Ich fürchte, mein Gastgeber hat vergessen, ihn aufzuschließen, bevor er gegangen ist. Der alte Schrank, von dem mir Rod erzählt hat. Seltsam. Mit dem zersprungenen Glas in der Tür ist auch mein Spiegelbild zersplittert. Wie ein Foto, das man in kleine Stücke gerissen und erneut zusammengeklebt hat. Ein ungerahmter Schnappschuss direkt an die Wand geklebt. Zwei Erwachsene und ein Kind in einem großen Hinterhof. Lächeln in die Kamera. Einer davon ist Rod, mein Gastgeber. Nehmen kann ich es leider nicht. Ich kann nur Rechtsklick drauf machen. Was passiert, wenn ich zweimal drauf klicke? Ein ungerahmter Schnappschuss. Okay, ich wollte nur wissen, ob er es doppelt sagt oder nicht. Ein deprimierender Anblick. Eine versiffte Matratze auf einem Bettrahmen mit dreckigen, zerknitterten Laken. Das ist das Bett, auf dem ich die ganze Zeit gelegen habe. Ist hier noch irgendwas? Ah, hier kann man rausgehen, okay. Das hat keinen Sinn, sie geht nicht auf. Ich habe gehört, wie Rod von innen den Riegel vorgeschoben hat. Habe ich auch gehört. Na gut. Mein Gott, was zur Hölle ist denn hier passiert? Rod hatte recht. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Aber was auch immer es war, es hat diesen Ort in seinen Grundfesten erschüttert. Ohne Gnade. Was passiert jetzt? Du solltest dich besser verstecken, Kumpel. Weißt du denn nicht, dass es gefährlich ist, hier rumzulaufen, wenn die Reinigungsbrigaden in das Lager kommen? Du bist neu hier, oder? Ja, so könnte man das sagen. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Ich bin Hank, aber alle nennen mich den Jäger. Ich bin Michael. Aber was geht da drüben vor sich? Nichts, Mike, reine Routine. Die Reinigungsbrigaden bringen nur einen Zerflossenen weg. Weißt du, wie das ist? Sie tun nur ihren Job. Ironischerweise gehört das Haus einem der Spitzel im Lager. Diese verräterischen Drecksäcke. Brigaden, zerflossene Spitzel. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich kann mich an nichts erinnern. Ah, du bist ein Gelöschter. Du solltest lieber schnell auf den neuesten Stand kommen, wenn du hier überleben willst, Mike. Such mich, wenn du Hilfe brauchst, Kumpel. Ich kann dir alles besorgen, was du brauchst. Egal, wo es ist, wie schnell es läuft oder wo es sich versteckt. Deswegen nennen sie mich den Jäger. Okay, daran werde ich mich erinnern. Feiglinge, kommt zurück! Nehmt sie nicht mit! Wisst ihr nicht, wer ich bin? Sie haben diesen Mann kaltblütig niedergeschossen. Aber warum haben sie das getan? Hey, Hank? Tja, warum haben die das getan? Ich fürchte, er ist weg. Aber wie es weitergeht, das erfahrt ihr dann erst in der nächsten Folge. Denn ich denke mal, hier ist ein... Aber was passiert mit mir? Was ist das? Was zur Hölle geht hier vor? Oh Gott, ich glaube, ich verliere den Verstand. Ja, und was das war und wie es weitergeht, das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge. Dies ist, glaube ich, ein mieser Cut. Und ich hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben nicht vergessen. Tschüss.